Muzeum Susz jest zlokalizowane w małej alpejskiej wiosce. Był to z mojej strony celowy zabieg, żeby namówić ludzi do pielgrzymowania, żeby przy okazji zapoznania się ze sztuką, którą prezentuję, żeby jednocześnie spędzili czas obcując z przyrodą, z pięknem tego miejsca. Od początku wiedziałam, że ten projekt jest dedykowany kobietom artystkom. Poczynając od wystaw, które tutaj organizuję, poprzez publikacje, poprzez research, odkrywamy artystki, które zasłużyły na to, żeby być znane, rozpoznawane, a czas trochę jakby je przykurzył i zapomniał. Najbliższa wystawa to wystawa Heidi Bucher, szwajcarska artystka, którą polubiłam wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy kupiłam jej pracę. Myślę, że będzie się cieszyła dużym powodzeniem, bo już teraz mam sygnały, że wiele osób czeka z utęsknieniem na otwarcie tej wystawy. Heidi Bucher ist sicherlich eine der bedeutendsten internationalen Künstlerinnen aus der Schweiz. Und die Ausstellung Metamorphosen 2 versteht sich als gleichberechtigt und ergänzend zur Ausstellung Metamorphosen 1 im Kunstmuseum Bern und zeigt erstmalig ihr ganzes Lebenswerk, alle Schaffensphasen, die wir zusammentragen konnten in enger Zusammenarbeit mit dem Nachlass von Heidi Bucher, den Söhnen Mario und Indigo. Und sie arbeitet an der Schnittstelle von Performance, Skulptur und Film. Und das sind ganz neue Perspektiven, die wir auf ihr Werk richten können, die zuvor noch nicht bekannt gewesen sind. Beispielsweise hat Heidi Bucher sich entschieden, mit ihren ja doch emanzipatorischen Themen das Thema der Haut Latex aufzugreifen, indem sie eben Architektur einschmiert mit Kleister und dann Latex und abzieht, eben Hüllen, die sie schafft. Und für sie funktioniert das Latex wie die Haut. Und die Haut ist das Organ, mit dem wir empfinden, aufnehmen, Gefühle aufnehmen, Welt empfinden. Und da geht sie weit über eben Geschlechter, tradierte Geschlechterdiskurse hinaus. Nach einer anfänglichen Ablösung eben auch von der eigenen Biografie und familiären Hintergründen wendet sie sich eben auch diesen geschlechterlosen Utopien zu. Und dort hat sie sehr stark Einfluss bekommen durch einen Aufenthalt aus Amerika in den 1970er Jahren. Und nachdem sie zurückkommt nach Europa, in die Schweiz dann in den 70er und 80er Jahren, schafft sie dieses unfassbare große Werk eben an dieser sehr besonderen Schnittstelle, wo man eigentlich nur noch Vergleiche ziehen kann zu Eva Hesse, Louise Bourgeois oder auch eine Linda Bengles.